Bis heute immer noch. Ich höre sehr gerne immer noch Falco, wa? Ich liebe Falco als Person, als Rap-Artist. Was machst du hier? Oh, Mann, 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 ey. Huhu. Ey, da bremst der bei der Ausfahrt. Der steht ja immer noch da. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Fernbus-Simulator auf dem PC und diesmal mit einer komplett neuen Route, nämlich mit einer neuen Community-Route. Der Martin hatte sich nämlich, beziehungsweise hatte sich nicht nur gewünscht, sondern war auch so nett gewesen, hat er in den Kommentaren geschrieben, welche Route er denn gerne haben möchte. Ich habe euch ja noch so ein bisschen, die Freiheit gelassen, ihr könnt noch bis Ende Juni, Anfang Juli noch gerne eine Community-Route machen, bevor es mit uns oder für uns nach Frankreich geht. Gleich mal da zum Thema. Ich denke mal, Frankreich wird es machen. Bis jetzt die Kommentare, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, wenigen Kommentare, die reingekommen sind, ein bisschen mehr gewünscht, waren für Frankreich gewesen. Und dann wird es aber auch am Ende Frankreich sein. Außer das Video geht jetzt hier viral und ihr könnt immer noch entscheiden, welche Route wir gerne fahren wollen. Ob Frankreich, Holland, Belgien, Luxemburg, Österreich und Schweiz oder Schweiz und Österreich, so rum, irgendwie so. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bleibt es halt bei Frankreich, weil da waren bis jetzt die meisten Stimmen gewesen. Ja, wie gesagt, Community-Route könnt ihr bis Ende Juni auch, Anfang Juli auch noch für mich bestimmen. Der Martin hatte sich folgende Route gewünscht. Leipzig nach Kassel über Dortmund und Endstation in Essen. Und das machen wir doch gerne, gerade auch, weil Martin auch mal so gerne wie Micha oder so sehr häufig hier kommentieren. Das freut mich immer tierisch. Und einen Themenvorschlag hat er mir gegeben. Zu denen kommen wir dann im Laufe des Tages, wenn wir dann erstmal hier unterwegs sind. Wir sind nämlich wahrscheinlich hier zwei Folgen ungefähr unterwegs. In der ersten Folge jetzt hier natürlich von Leipzig nach Kassel und dann in der zweiten Folge von Kassel nach Dortmund Richtung Essen unterwegs. Also ich denke mal so roundabout pro Folge 30 bis 45 Minuten. Das Ganze jetzt hier bei... Vom Wetter ja passt es irgendwie, wenn ich gerade so rausgucke. Wir haben es ja jetzt wirklich, also das ist ja ein Sommer. Hitzewelle ist ja gar kein Ausdruck. Wir schmelzen ja dahin, die, das kann man so sagen, so schön die viralen Videos bei TikTok. Kannst du jetzt eine Spiegel auf der Motorhaube braten. So in etwa ist das gerade. Und ich schütze mir gerade auch hier einen ab. Glaubt ihr gar nicht. Hab mir aber Trinken bereitgestellt. Wir versuchen nur eine Zigarette zu rauchen. Man merkt es bei der Wärme, rauchen ist dann auch nicht so geil. Und aber alles mit der Zeit. Wir werden jetzt hier einfach nur so ein bisschen Vorgeplänke machen. Wie gesagt, immer so ein bisschen dieser Vorschlag. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und ja, dann gucken wir einfach mal weiter. Wenn wir dann so ein bisschen auf der Autobahn unsere Ruhe und Zeit weg haben, dann können wir uns gerne dem Thema von Martin widmen. Also bleibt einfach mal ein bisschen dran und dann gucken wir einfach mal weiter. Ansonsten, nächste Folge, wie gesagt, geht's weiter mit unserer Route hier nach Dortmund bzw. nach Essen. Darauf die Folge, die findet dann... Oh, die dürfen wir, brauchen wir gar nicht abbiegen. Die findet dann bei... Oberhof und Luisenthalstadt. Das habe ich in der letzten Folge gemacht mit dem Titel Schnee im Juni. Da wollte ich unbedingt diese Bergpassstrecke unbedingt mal fahren oder an diesem Hotel vorbei. Das Ding war, wollte mit dem Schnee mal ausprobieren, alles schicki, aber es war natürlich auch Winterzeit gewesen, zur Weihnachtszeit. Dementsprechend war doch alles ein bisschen da geschmückt gewesen im Spiel, was auch ganz schick war zu sehen. Aber es war natürlich sehr, sehr zeitig dunkel und deshalb habe ich mir gesagt, und ihr habt es sogar auch kommentiert, ja, Martin, glaube ich, Michael haben es dann kommentiert, sie würden die Route auch nochmal ganz gerne bei Tageslicht sehen, darauf freue ich mich jetzt auch schon. Wir sind erstmal jetzt hier in Leipzig, da holen wir jetzt die Leute ab, Motor ausschalten und dann machen wir hier mal schöne Türchen auf. Hallihallo Leipzig! So, warte mal, bevor es gleich losgeht, wir machen euch erstmal hier Kofferräumchen auf, dann könnt ihr nämlich hier schon euer Gepäck einladen und dann legen wir mit dir los. Fresche Brille. Ja. So, warte. Was haben wir hier? Bahnhof Kassel Wilhelmshöfe ist vollkommen richtig. Einen wunderschönen guten Tag. Kassel ist auch richtig. Hallöchen. Sieht ein bisschen aus wie von der Scientology-Sekte, aber macht nichts. Ja, alles in Ordnung. Hello again. Dortmund ist richtig. Hallöchen. Jupp. Na, Meister Knobe in Tanktop. Guck mal, jetzt haben die irgendwie mal pro Route haben die mal was anderes manchmal an. Weil derjenige hat ja meistens eigentlich eine andere Frisur und einen Tanktop. Aber jetzt hat er auch eine Brille. Das ist lustig, wie sich das alles mal so ein bisschen ändert. Hi. Ja. Hi, ciao. Oh.
Fahren Sie in meine Richtung? Ja, Ihre Zwillingsschwester kommt ja auch mit, ist natürlich klar. Haben Sie beide einen Freund? Kann ich Sie... Achso, warte mal, ich kümmere mich erstmal um die Leute hier. Mahlzeit! Wilhelmshöfe ist richtig. Grüezi! Nee, Rüdesheim ist falsch. Ja, ein bisschen. Kassel ist richtig, nix Station. Essen, Endstation, alles Klärchen. Schau, Ahlbeck. Ich weiß, ey, schöne Ecke dort, mein Junge, ja, aber ist hier leider ein bisschen falsch. Okay, gut. So, denn die Kofferraum-Sachen hier alle zu. Und dann geht's ja auch ab. Kurz mal die Leute begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag, Allihallöchen. Erst einmal schön, dass Sie hier sind. Gucken wir uns mal mit den Leuten hier oben. Ja, auch an Sie, liebe Leute. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Hey. Also, wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst gerne runterkommen und mit mir quatschen. Das ist gar kein Problem. Auch während der Fahrt, alles kein Problem. Ansonsten die anderen. Striktes Verbot vom Anquatschen des Busfahrers während der Fahrt, okay? Das gilt für dich und das gilt nicht für dich. Du kannst mich auch anquatschen, okay? Und mit dir rede ich gar nicht, du bist von der Scientology. So, ja, denk da bitte daran. Guck mal, du hast den besten Platz rausgesucht. Du hast sowieso keine Probleme, außer wenn wir eine Vollbremsung machen, dann wird es auf alle Fälle hässlich. Gut, liebe Leute, dann gehen wir mal los. Ich mache jetzt hier keine großartige Ansage von unserem komischen Bordcomputer. Ich werde euch einfach mal kurz dirigieren. WLAN wird angeschaltet, beziehungsweise kurz mal die Batterie anschalten. WLAN, Küchenfreigabe, ihr könnt euch einen Kaffee ziehen. Die Leseleuchten, die Fahrgastlicht oben sowie unten und Fahrermonitor schon an und natürlich euer Fahrgastmonitor. Klimaanlage schalte ich auf 21,5, wenn jemand Probleme damit hat, Fresse halten oder die beiden Mäuschen da oben einfach den beiden Bescheid sagen, dann freue ich mich, wenn die auf alle Fälle mal zu mir runterkommen. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon gewesen. Mensch, schön, oder? Dann legen wir los, wa? Kassel, wir kommen. Und hoffentlich unfallfrei. Also ich fahre immer unfallfrei, so ist es nicht, aber die anderen nicht. So, na, ich hoffe mal wirklich, dass wir im Unfall frei mal bleiben. Mal gucken, wie wir jetzt hier durchkommen. Ich finde ja dieses durch die Stadt fahren ist immer am mühseligsten von einem, wenn wir erstmal auf der Autobahn sind und natürlich da ein bisschen Gas geben können, also mit 100 km/h, dann geht es auch relativ flott. Aber hier in der Stadt ist immer so ein bisschen mühseliger. Versuchen wir uns in Geschwindigkeit zu halten. 50 dürfen wir hier fahren. Ach, ist das herrlich. I love it. Endlich wieder hier. Im Fernbus-Simulator. Ich muss auch dazu sagen, ich habe so ein bisschen jetzt diese Sehnsucht danach. Guckt gerade raus, es ist ein bisschen cloudy. Und denkst dir so, oh, jetzt kommt bestimmt frische Luftwind. So sieht es bei uns auch aus, aber es ist trotzdem richtig warm und schwül. Es ist ätzend, es ist richtig brutal, ey. Also schön ist was anderes. Und wenn man bedenkt, dass wir gerade mal so Mitte Juni haben, also wir haben noch die Hochsommertemperaturen oder Hochsommerzeit mit Juli und August. Ey, da freut mich ja richtig. Da freut mich ja richtig. Ich bin Sommer durcharbeiten, also ich bin fleißig. Ich rette uns den Arsch. Nicht nur mit dem Bus, sondern auch in meinem eigentlichen Beruf. Das ist ja hier alles nur ein Nebenjob, der Bus. So. Das ist ja hier wirklich alles nur ein Nebenjob. So. Leipzig, auf Wiedersehen. Kassel, wir kommen. 280 Kilometer warten jetzt auf uns. 280 Kilometer reinstes Vergnügen. War jemand von euch eigentlich schon mal in Kassel gewesen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Oder kennt ihr irgendjemanden, der aus Kassel kommt? Ich war persönlich noch nie in Kassel gewesen. Ich hatte aber damals, Martin, ganz ruhig, wir kommen bald zu dem Thema. Nein, Mann, Spaß, aber ich warte immer bis zur Autobahn, dann kann ich mein Handy knüpfen, weil ich merke halt selber für mich, multitaskingfähig bin ich nicht. Ich kann mir aber schon mal ein Zigarettchen nämlich anzünden. Ha! Oh. Ich hatte damals 2019 vor meiner sogenannten YouTube-Karriere vorgehabt, ja eigentlich ein paar Städte in Berlin, in Deutschland zu bereisen. YouTube hat so ein bisschen nicht denn erlaubt, weil ich unbedingt meine Zeit rein investieren wollte und dann kam ja auch noch Corona. Also, ja, ist da ein bisschen ein Akta gelegt worden, aber vielleicht gibt es ja einige von euch, die dann wirklich mal so Sightseeing machen oder halt einfach mal so einen Tagestrip machen. Gibt ja viele, gerade wenn die Bahn auch irgendwas anbietet. Ich glaube, wann war das gewesen? Vor 2-3 Wochen, so Anfang Juni oder so, zur Nachferienzeit, dass die Deutsche Bahn dafür 17,99 € ganz viele Tickets angeboten hat in jegliche Städte und Ortschaften. Wenn man da natürlich zugeschlagen hat, dann ist einem auch so ein bisschen dieser Urlaubstrip dann auch gesichert, wa? So. Ach, du bist ja der, du wartest auf uns. So, auf den passen wir mal hier so ein bisschen auf. Die klauen uns nämlich hier anscheinend, guck mal, ganz gerne die Vorfahrt. Die achten nämlich nicht darauf.
haben wir schon mal die erste Hürde ein bisschen geschafft. Noch keinen Unfall gebaut. 270 Kilometer. Wir haben schon 10 Kilometer geschafft. Aber das fließt jetzt förmlich wie mein Wassereis, was ich eigentlich gerade essen wollte und mir gedacht habe, nein, die Leute, die warten auf den Fernbus-Simulator-Folge. Den kriegen sie auch. Was wir jetzt hier hoffentlich kriegen, ist hier auch gleich die Spur. Ich kasse die Ausfahrten hier. Vorsicht, 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 da hinten. Dankeschön. Sobald wir jetzt auch schon wieder hier runterfahren. Super. Nach Hannover geht's. Hannover, Dresden, Richtung. Aber wahrscheinlich eher Richtung Hannover, wenn. So, erste Ausfahrt nehmen wir. Und sieht so aus, ja, wie nach Hannover. Cool. Und dann sind wir gleich auf der Autobahn, dann können wir Gas geben. Und wenn eine Strecke kommt, wo geradeaus geht, kann ich A, meine Zigarette ausmachen, die ich mir gerade angezündet habe. Ich rauche schon wieder. Achso, an die lieben Fahrgäste bitte, Nichtraucherabteil hier. Ja, nur manche besonderen VIPs dürfen das. Also meine Wenigkeit. So, mir geil in den Spiegel gucken. Heute wird alles akkurat gemacht. Bis zum geht nicht mehr. Dementsprechend fahren wir auch hier ganz langsam auf die Autobahn rauf. Bis wir uns so ein bisschen einen Platz schaffen. Und dann geht's ab. Ich find's immer ein bisschen kacke, dass der Nebel... Ich sag jetzt mal Nebel dazu in den Spiegel. Guck mal da. Der Bus oder das Auto da kommt relativ spät erst angezeigt. Da ist irgendwie so ein kleiner Nebel immer im Spiegel. Also das ist jetzt kein Knick bei mir in der Optik. Ich hab auch nicht die besten Augen. Das habe ich halt wirklich nur im Spiegel. Ihr müsst mal gucken. Sieht immer aus. Da. Wie so ein kleiner Sandsturm. Ganz kurios. Da kommen wir ein bisschen auf Geschwindigkeit. Ich hoffe mal, wir kommen hier so ein bisschen durch. Wir können ja mal ganz kurz, wenn ich jetzt das M hier finde. Hoppala, hoppala, alles gut. Oh, hoppala. Oh, okay. Das war doch ein bisschen abrupt gewesen. Nee. Wir haben keine Baustelle vor uns. So, Lenkrad festhalten und so, auf geht's. Light, also L für Lightning. So. Vor euch selber, falls nämlich eine Polizeikontrolle kommt. Weil ich glaube, wir fahren knapp 300 Kilometer. Also 300 Kilometer sind es ja eigentlich jetzt gewesen bis nach Kassel. Ich glaube nicht, dass wir ohne Polizeikontrolle hier auskommen. Also ich glaube, in irgendeiner Folge, wo ich zwei oder dreimal kontrolliert, in einer Folge. Das war ganz krass gewesen. Hat immer auch schon ein bisschen genervt. Oh, aber viel los hier auf der Autobahn. So, schnell rüber. Und dann kann man jetzt auch den Tempomat einschalten. Ich kann jetzt so ein bisschen entspannter mit einer Hand fahren. Und ja, jetzt können wir so den Kilometern beim Schrumpfen zusehen. Ja, jetzt erstmal halt so ein bisschen, ein klein wenig Smalltalk. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wie gesagt, gerade zum Thema Wärme. Habt ihr denn eigentlich irgendein Rezept gegen die Wärme? Mein Rezept ist einfach nur aushalten. Schwitzen, Sachen waschen, irgendwann duschen gehen, nach 5 Minuten rauskommen und sehen, ach, guck mal, Polizeikontrolle. Trifft sich ja gut. Ja, und irgendwann halt wirklich war, nach dem Duschen 5 Minuten erstmal schwitzen. Das ist halt heftig am Sommer, war. Gerade wenn du duschen warst und. Ey, einen Tipp kann ich euch geben. Das ist mir letzte Woche Freitag aufgefallen. Ich musste noch zur Spätschicht. Das war der erste Tag, wo es ja wieder. Oh, der zweite Tag, wo es richtig warm wurde. Und ich habe mich ein bisschen sehr zeitig, weil ich glaube ich ein Video gemacht habe oder irgendwas vorbereitet habe oder relativ spät losgegangen bin. Sehr zeitig zum Losgehen erst geduscht und wollte dann auch schon los und habe schon angefangen zu schwitzen. Dann habe ich gedacht, ah, nee, komm. Erstmal Ruhe, willst du noch ein Video hochladen, nimmst du eine Bahn später. Ey, mein Körper hat sich erstmal beruhigt. Das war richtig krass gewesen. Also, ich habe angefangen nicht mehr zu schwitzen. Kann ich euch noch als Tipp geben? Versucht erstmal zur Ruhe zu kommen. Geht duschen, setzt euch entspannt hin, konzentriert euch ein bisschen und schon ist das Schwitzen weg. Na, wie geil ist das denn, bitteschön? Polizeikontrolle waren übrigens eigentlich soweit in Ordnung gewesen, nur dass einer nicht angeschnallt war. Das können wir aber auch gar nicht großartig beeinflussen, außer dass wir denjenigen anschreien. Außer wenn es einer der beiden Mäuschens war. Dann ist alles in Ordnung. So, wieder hier so ein bisschen ausrichten. Und schnell rauf. Auf geht's. Und die Autobahn vor uns ist komplett frei. Wie geil ist das denn? Ich glaube, wir fahren wirklich, bis wir erst in Kassel sind, nur Autobahn. Also von daher
Zigarette ist jetzt auch soweit aufgeraucht. Also wenn wir jetzt zur nächsten gerade Ausstrecke kommen, dann können wir auch sehr, sehr gerne dann uns der Kommentar oder den Themen widmen, die mir Martin aufgegeben hat. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Themen habt. Ich lasse mir mal nebenbei nie welche einfallen. Ich mag es immer, wenn Leute mich dann fragen. Und dann kann ich immer frei Schnauze reden. Und ihr wisst ja auch, es ist halt bei mir auch so, ich komme selbst mit einem Thema pro Folge super klar. Bei mir ist jetzt nicht zum Beispiel, welches Wetter magst du am meisten? Ja, wenn es hagelt. Ja, dann fragt man natürlich auch, warum. Das ist auch mal so, wenn es hagelt, ist dann auch so Ja- oder Nein-Antwort. Deshalb, also, da könnt ihr ja gewiss sein, dass ich auf alle Fälle ein bisschen mehr quatsche. Ach, ist das herrlich, ey. Oh, guck mal, hier ist ein schöner 20 oder 40 Tonner, keine Ahnung, wie man hier betitelt. Schön mit Anhänger. Ach, herrlich. Ja, nee, aber in Sachen Wetter nochmal, es gibt halt nicht viel, wa? Was willst du machen, wa? Also bei mir ist dann auch dann so, ich dusche eigentlich eher seltener auf Arbeit. Man macht sich halt dann provisorisch so ein bisschen Katzenwäsche. So, hier müssen wir, glaube ich, schnell wechseln. Aber jetzt hier im Hochsommer, ja, da nehme ich mir noch die Zeit und gehe nochmal fix duschen. Und das ist halt einfach so geil. Und wie gesagt, der Tipp dann wirklich einfach duschen gehen. Bei Zeiten nicht so zeitig vorm Feierabend, weil dann hältst du dich sowieso wieder auf. Der Körper muss erstmal wieder das regulieren. Die ganzen Temperaturunterschiede. Einfach dann ein bisschen relaxen, mal 5 Minuten, 10 Minuten, einfach nur einen Boxershorts nach dem Duschen da sitzen beim Umziehen. Und dann war es das auch schon. Ich finde auch mal diese Spurenschließung immer geil. Da können eigentlich auch richtig viele geile Unfälle passieren. Holla die Waldfee. Aber wir haben ja aufgepasst. So, ich mache jetzt einfach mal ganz kess das Licht aus. Ich brauch's nicht. In Deutschland ist es auch gar nicht vorgeschrieben eigentlich, oder? Oder ist es mittlerweile vorgeschrieben? Eigentlich nicht, weil wenn ich mit Autobahn mit irgendwelchen mitfahre, auch Autobahn oder Stadt ist nicht vorgeschrieben. In anderen Ländern schon, gerade in Polen, da muss man echt darauf auch aufpassen als Deutscher, weil man selber kennt es nicht so, außer vielleicht bei den Grenzgebieten, nähe Polen, ja. Aber außer in Berlin, und da kannst du ganz schnell mal Ärger bekommen. Oh, was haben wir da vorne? 120 ist erlaubt und... Achso, okay. Rutschgefahr wegen Glätte. Naja, ich glaube heute mal eher nicht. Einzige Rutschgefahr ist wahrscheinlich, dass... Ja, das Wasser in meinen Körper nach außen fließt und wahrscheinlich den gesamten Sitz jetzt hier, und auf den ich sitze, nass macht. Aber ansonsten, Rutschgefahr gibt es jetzt hier keine. Aber wir nehmen jetzt einfach mal hier schön zwei Spuren ein. Können wir nämlich gleich mal auf die Mittelspur wechseln, wenn es klappt. Schnell mal einen kessen Blick auf den Spiegel, ja. Also mit VR, also wenn man so eine VR-Brille hat, wäre es natürlich richtig geil. Einfach mal kurz nach links oder nach rechts gucken, ganz auf die Schnelle. Hier mit dem Controller ist ein bisschen mühseliger und auch ein bisschen sehr gefährlich, gerade weil ich in die Hand runternehme und dann mitten in so einer Kurve und dann nach da und da mache. Also ohne ist das nicht. Aber wenn wir mal eine geile Strecke haben, ich muss mal gleich einen Schluck trinken, ey. Siehst du, da fehlen mir die beiden jungen Damen von oben. Die könnten jetzt hier sich hier zu mir nebengesellen, mir so das Trinken reichen. Nicht, weil sie Frauen sind oder sowas, aber ich glaube, mit so einem Beifahrer wäre es immer ein bisschen einfacher, dass er dir mal was zum Trinken macht. So, wir müssen wir jetzt hier raus? Nee, geradeaus. Ja, geradeaus. Hannover-Kassel-Richtung, okay. Nur 150 Kilometer. Ja, guck mal, geht wirklich ratzfatz, wenn wir erstmal 100 km/h hier aufhaben. Dann geht es relativ schnell. Und dann ist das alles hier ohne weitere Probleme. Rechte Spur ist mir zu langsam, weil die fahren da alle mal 80. Obwohl es die etwas sichere Spur ist, weil ich einfach nur daran halten muss und eigentlich auch niemanden überholst. Okay, 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 die beiden, die haben da auf alle Fälle
Das meine ich, das ist so war an dem Spiel bei den Ausfahrten. Das Spiel an sich ein tolles Spiel, aber die Ausfahrten sind suboptimal. Und die NPC quetscht sich trotzdem da rein. Und so ist der Unfall auch in der letzten Folge passiert. Da bin ich ja total ausgetickt. War vor mir gebremst, ich da reingefahren. Massencrash. Ich glaube, es gab einige leicht Verletzte und voll auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Mann. Oh, kommt da vorne ein Tunnel? Ja, da vorne kommt ein Tunnel. So, was haben wir da vorne? Gut, die linke Spur macht zu. Ah, das ist nicht dein Ernst. Ey, du fährst mir jetzt aber hier nicht rein. Wie, du fährst mir rein? Das war so klar. Ja, aber wirklich, was ist das für ein Rowdy? Bist du ja bescheuert, so. Ja, also die NPC, manchmal sind die schon echt strohdoof. Mir fällt gerade auch ein, apropos zu strohdoof, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber auch weil es Aerosoft ist. The Buzz wollte ich eigentlich mal wieder spielen, denn bei The Buzz soll es angeblich Update geben, oder das war nur eine Ankündigung für einen Doppelstockbus, den man dann empfangen kann. Wer Sebastian nicht kennt, könnt auch gerne mal vorbeischauen, habe ich schon nur einige Folgen gemacht. Kommt eher seltener, weil A, ist es noch in der Alpha-Beta-Version, konnte man sich dann auch vorher kaufen, um die Entwickler so ein bisschen zu unterstützen. Zum anderen findet es halt nur in Berlin statt und wir haben bis jetzt nur eine Route, da sollen wahrscheinlich noch ein paar Routen kommen, boah, ich denke mal, da kommen noch ein paar Routen vom Alex Richtung Tegel, die es glaube ich gar nicht mehr so gibt mit den TXLer, denn Tegel wird gar nicht mehr so angesteuert. Achso, wir können ihm wieder Gas geben. Denn alles geht jetzt über BER. So, oh, Polizeikontrolle. Das passt aber auch sehr gut, denn dann können wir uns gleich mal das Handy schnappen. Kommt hier einer? Nee. So, müssen wir das Licht hier anmachen. So eine Kacke aber auch. Dann haben wir kontrolliert. Wisst ihr, zweimal hier auf der Route, ey. Wir haben ja gerade mal die Hälfte, wenn erreicht. Und wir sind doch nicht mal in Kassel angekommen. Wir fahren noch ein bisschen Autobahn. Oh, ich hoffe mal, jetzt haben sie alle angeschnallt. Ich glaube, beim letzten Mal haben sie nicht alle angeschnallt. So, mal gucken, was wir hier haben. Wir lassen, kann ich mal mein Handy öffnen. Ah. Gut, Licht ist natürlich klar. So, Warnweste, Warndreieck, bla bla bla. Jetzt angestellte Fahrgäste. Es geht los, mal gucken. Ah, 10 von 11. Wieder nur so wenig. Okay. Bitte fortsetzen. Gut. Guck mal, hier ist ein McDonald's. Oh, ich habe jetzt irgendwie Bock auf McDonald's. Jetzt einfach mal hier lang. Und weiter geht's. Auf nach Kassel. Wenn wir ein kleines Päuschen einlegen, das Tape wechseln und dann geht's in der nächsten Folge weiter. So. Einfach mal jetzt hier auf die Spur reingezogen. So, ich habe währenddessen ganz kurz mal geguckt. Martin hatte mir noch Folgendes geschrieben, also Thema oder die Frage, oder das Thema generell. Lieblingsmusik und Lieblingsband. Und das ist halt immer das Schöne. Ich könnte jetzt eine Band aufzählen, aber ich kann auch immer so ausschweifend werden, weil Lieblingsband gibt es bei mir nicht mehr so direkt. Ich höre sehr viele Solo-Artist-Künstler, aber an sich, an und für sich, ja, bandmäßig, ja, war es früher oder ist es eigentlich immer noch die Ärzte. Ich muss dazu sagen, ich bin ja 89 geboren und so ungefähr 97, 98 habe ich mein erstes Album bekommen. Ich glaube, es war auch die Ärzte gewesen, es war also dann 98 gewesen mit dem Album 30, hatte mein Vater mir geschenkt. Das war mein allererstes Musikalbum gewesen und was soll ich sagen, ich liebe das Album bis heute noch, wa? Und das Album 13, ihr kennt es wahrscheinlich so ein bisschen, die Single-Auskopplung mit dem Video von Männer sind Schweine mit Lara Croft. Männer sind Schweine. Uhuhu. Traue ihnen nicht, mein Kind. Oder auch tolle Sachen wie der Graf ist nicht das, was er mal war. Und so weiter und so fort. Und bis dato muss ich echt sagen, auch heute eigentlich Ärzte meine Lieblingsbands. Auch wenn ich, wie gesagt, keine Musik mehr habe mit irgendwelchen Band, Boygroup oder sowas. Bei mir ist dann halt eher irgendwann denn so gekommen, dass ich halt in der Pubertät bzw. bis zum 18. Lebensjahr sehr gerne British Indie Rock gehört habe. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier wechseln. British Indie Pop gehört habe. Nochmal hier wechseln. Okay. Und fand ich auch immer cool, aber ich war in so einer Clique gewesen, da war halt immer so ein bisschen,
Ja, also wir hören sowas, du musst es auch hören, weil danach gehen wir auch dann quasi auf Clubs oder Partys oder so und hören dann sowas mitunter. Und ich habe mir gedacht, nach den ganzen Mitläufen und ich war ja immer so ein kleiner Eigenbrüller gewesen, nicht nur durch YouTube jetzt hier. Ich habe gedacht, nee, ich will meine eigene Musik hören. Und dann fing es halt wirklich an, dass dann zu deutscher Rapmusik kam. Vorher noch sogar so ein bisschen zu Eminem. Das war aber sogar noch bevor diese Zeit kam mit muss Indie-Pop hören. Da habe ich dann auch, glaube ich, irgendwann das Album Eminem-Show von meinem Vater bekommen. Weil ich, glaube ich, irgendeine Single-Auskopplung geil von meinem Vater mir geholt. Wusste natürlich nicht, was für ein Album es ist. Ich habe sowieso kein Englisch verstanden. Also ich konnte sowieso niemanden auf Englisch beleidigen oder Frevliche irgendwie fertig machen. Also richtig dissen. Und da habe ich mir auch angefangen, danach mal ein paar Alben selber zu holen. War das erste, die ersten Alben, die ich selber von meinem Geld bezahlt habe. Und ja, dann kam ich auch so ein bisschen in diesen Rap-Hip-Hop-Genre rein. Später dann auch natürlich mit deutschsprachigem Rap Sido. Sido ist mein absolutes Lieblingsalbum in Sachen deutschsprachigen Rap-Musik. Das Beste für mich immer noch. Aber es ist meistens so, wenn du natürlich irgendeine Musik hast, die dir extrem gut gefällt, dass du diese irgendwann natürlich auch weiter ist Nostalgie war und nimmst sie halt weiter mit deinen Erinnerungen und für dich bleibt und ist es dann immer noch das Beste, was es dann je gab. So viel eigentlich wirklich zu diesem Thema Lieblingsmusik. Aktuell, guck mal, ich höre auch zum Beispiel sehr viel gerne Apache und dieser typische Spruch, schon bevor er berühmt geworden ist, war wirklich so gewesen. Ich habe damals Amazon Music noch gehabt vor 2 Jahren, wo er groß rauskam mit kein Problem. Und da gab's, oder es gibt immer noch diese Playlist Level, da kommen die neuesten Single-Auskopplungen im deutschsprachigen Rap-Bereich. Oder generell eigentlich auch Rap. Oh, 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 was wird hier gemacht? Was wird hier gemacht? Ein bisschen aufpassen. Der bremst ja einfach so ab. Und da habe ich ihn gehört, war. Und die erste Angst einmal dachte ich so, na, ist das denn? Und dann beim dritten Mal und beim vierten Mal. Boah, ist ja richtig geil. Seitdem habe ich den geliebt. Der war so anders gewesen. Ich nehme ihm das auch alles ab. Auch was er so sagt an sich. Er will sich nicht unter seinem Wert verkaufen. Das ist vollkommen richtig. Er strebt nach dem Geld. Aber er sagt auch großen Firmen einfach mal ab, wenn sie sagen, du, ganz ehrlich, ey, wir sind die große Firma. Du brauchst uns. Nee, nee, brauchst du eben nicht. Weil solche Leute, die kommen auch ganz anders an irgendwie Geld ran oder so. Das ist gar kein Problem. Deswegen, da feiere ich ihn einfach. Und aktuell Lieblingsmusik, es gibt immer mal wieder phasenweise Musik, die ich richtig gerne höre. Bei Eminem sind es ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, Eminem aktuell ist von Kamikazes Album, was vor 3 Jahren rauskam, mit Fall, wo auch dann halt so allen so ein bisschen den Mittelfinger zeigt, alle, die über ihn gesprochen haben, dass er da so ein bisschen mal aufräumt. Finde ich halt einfach geil, weil es motiviert einen, das höre ich gerne mal auf Arbeit. Ansonsten höre ich mittlerweile sehr viele Hörspiele. Das höre ich auch sehr gerne auf Arbeit. Also von daher, Musik ist bei mir nicht immer an der Tagesordnung. Und gerade unterwegs schneide ich meine Videos, da höre ich nicht immer Musik, sondern höre meine Videos währenddessen, beziehungsweise beim Schneiden höre ich den Videos zu. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Das war hier noch rechts abbiegen können, alles gut gegangen. Und dann sind wir jetzt hier schon rechts. Dortmund Kassel, da haben wir schon mal geschafft. Haben wir wahrscheinlich ein kurzes Stück hier auf der Autobahn. Wo halten wir uns auf? Ja, mit 27 Kilometer bleiben wir mal lieber hier. Ich denke mal, da wird es nämlich auch gleich wieder rechts abgehen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr andere Themen habt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber Lieblingsmusik ist halt, glaube ich, für einen, ja, mal... Früher als Kind hat man mehr Lieblingsmusik gehabt, die auch hängen geblieben sind. Ich sag nur, I'm a scared man, beep, ba, 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 up. Ba, 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 ba. Bis heute immer noch. Ich höre sehr gerne immer noch Falco, wa? Ich liebe Falco als Person, als Rap-Artist. Was machst du hier? Oh, Mann, 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 ey. Huhu. Ey, da bremst der bei der Ausfahrt. Der steht ja immer noch da. Eieiei. Ey, unfallfrei sind wir bis jetzt. Der wollte uns hier gerade wieder rauslocken. Wer von euch hat sich in das Spiel eingeloggt? Hä? Wer war das? Wer es nicht weiß, ich versuche schon seit längerem eine Route mal komplett ohne Fehler zu befahren. Bis jetzt geht das ganz gut auf. Oh, oh, oh. Können wir uns da durchquetschen? Wir warten mal lieber hier. Ah, dann sind wir auch schon in Kassel. Guck mal, da ist schon Kassel. Ein bisschen sehr industrielastig. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir auch Gas geben, weil von hinten dürfte eigentlich, nee, ist auch so, dürfte eigentlich nichts kommen. So, liebe Freunde der guten Laune, hier sind in Kassel. Wer war denn schon mal in Kassel gewesen? Wer kennt jemand, wer aus Kassel kommt? Und
Was könnte Kassel eigentlich so besonders machen? Ist, glaube ich, immer so eine richtig schwierige Frage, gerade für die Leute, die selber aus der Stadt kommen. Bei vielen geht es wirklich so, dass sie sagen, naja, die Stadt ist jetzt so nichts Besonderes. Ich wohne zwar da, aber irgendwie besonders ist es jetzt hier nicht. Das geht mir in Berlin auch so, obwohl ich immer sagen muss, Berlin ist halt wirklich was Riesiges und dadurch manchmal einfach wirklich sehr, sehr nervig, wo alle anderen sagen, ja, da hast du ja alles Mögliche. Ja, aber irgendwie ist es halt auch manchmal ein bisschen sehr nervig. Naja, was willst du machen, wa? Kannst du nicht alles haben. So. Oh, ist das herrlich, ey. Ich schwitze mir hier einen ab. Das ist unglaublich, ey. Tut mir leid, wenn ich so viel von Schwitzen hier reden muss, aber... Der Sommer hat uns jetzt richtig heftig erwischt, wa? Und eigentlich sollte es heute noch auf den Samstag richtig schön regnen. Achso, Samstag. Habt ihr eigentlich heute Fußball geguckt? Deutschland gegen Portugal. 4-2. Whee! Richtig gut gemacht, die Jungs. Muss man echt mal sagen. Gerade auch, weil natürlich nicht nur wichtig war, um nicht rauszufliegen. Aber die Chance mussten die nur nutzen. Weil wer hat damit gerechnet, dass... Ungarn gegen Frankreich A noch führt und zum Ende trotz noch das Unentschieden rettet war. Ungarn ist noch drin, trotzdem einen Punkt. Frankreich sowieso mit 4 Punkten, Portugal 3 Punkte und Deutschland der Sieg 3 Punkte war. Und das Gute daran ist, Deutschland muss nur gegen Ungarn gewinnen. Dann sind die weiter. Ich komme, was wolle. Wenn Frankreich, die gegen Portugal noch spielen, Unentschieden spielen, haben die 5 und Portugal hat 4 Punkte. Wenn Portugal gewinnt, haben die 6 Punkte, Frankreich 4 Punkte, scheiden aus. Deutschland muss nur gewinnen, die sind von keinem abhängig. Das war so wichtig gewesen und die Leistung, die können sie aufbauen. Gut, auch weil natürlich das 2-1 bis dato zwei Eigentore waren, aber ich sag mal, aus der Situation her haben sie ja schon gefordert, dass die Leute dann irgendwie dazu gezwungen waren, fast ein Eigentor irgendwie zu machen. Von daher, alles schicki, alles wunderbar. Ich freue mich für die auf alle Fälle. Und ja, so, 10 Kilometer nur noch, wir sind gleich da. Ich hoffe mal, hier kommt schon wieder so viele Ampel. Was auch ein bisschen schade manchmal hier ist, dass halt dann die Ampelphase nicht so schön ist. Komm, wir haben gerade grün gehabt, es ist halt so Stop and Go. Wir rollen eigentlich hier immer nur so ein bisschen an. Oh. Ja, komm, grün, grün, jetzt. Gib Gas, Polizei, gib Gas, gib Gas! Gib Gas! Ho. Schwein gehabt. Einmal hier rum. Und da vorne ist er auch schon. Zweite aber rechts. Nicht jetzt hier rechts, sondern zweite rechts. Muss mir selber manchmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, weil man immer ganz schnell ist, denn... Oh, nächste rechts. Ich hätte auch fast gesagt, nämlich nächste rechts. Ah, kann man hier schnell... Komm, wir wechseln mal hier schnell die Seiten. Schon mal so ein bisschen bereit. Oh, nee, hallo nicht. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel. So, man sieht jetzt gut die grüne Ampelphase gleich. Jetzt! Hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt. Ach, sehr schön. Nee. So, bitte ausschalten. So, meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir sind in Kassel angekommen. Ach komm, die nehmen wir jetzt einfach mit, ist mir jetzt auch egal. Ampelphase sind manchmal hier so ein bisschen ätzend. Wir sind in Kassel angekommen. Gepäck wollen wir natürlich aufmachen für diejenigen, die hier aussteigen wollen. Oh, wir hätten hier reinfahren sollen. Ach, egal. Sowieso ein Busbahnhof da ist. Egal, wo müssen wir jetzt hier halten? Die Mannequins. Ich glaube, die sind hier gewesen, wa? Ja, perfekt. Nein, nein, warum zum Ende noch den Schild mitnehmen? Warum mache ich denn sowas? Ach nee, ey, okay, ja, Kollateralschäden, zahlt die Firma. So, liebe Freunde der guten Laune, das war's erstmal gewesen. Wir lassen die Leute, die jetzt hier sind, erstmal aussteigen. Und dann geht's in der nächsten Folge nämlich weiter. Dann geht's Richtung Dortmund, Essen. So. Ja, ich finde den Busbahnhof sehr schick, um ihn jetzt einfach mal anzugucken. Ja, wie gesagt, Richtung Essen, Kassel sind wir gerade, dann geht's über Dortmund und ja, am Ende dann Essen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt den ganzen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und schreibt irgendwas Schönes in die Kommentare. Das ist einfach ein Gruß da. Ich gucke es auch gerne zurück, ob zum Beispiel als Antwort per Tastatur oder auch hier im Video. Wenn ich euch gerne grüßen soll, mache ich das ganz gerne. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Au revoir, goodbye und auf Wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen. Nur ein kurzer Augenblick, mehr ist es nicht. Also sei dabei, schalt ein, wenn es wieder heißt. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.